Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Railroads Online. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ich bin mit der Tiger runter von der Lokparade. Die ganzen Loks stehen nach oben. Hab hier mal alle Wagen hier mal zusammengehängt, damit wir ein bisschen Geld generieren bei der Eisenerzmine. Dazu gehört da hinten auf, wo das Kabus ist. Ich habe das alles schon mal vorbereitet, gestern und heute. War gestern im Discord von Railroads Online. Hab da auch noch den Ian getroffen, bei der Ian, der was die Mini-Zwerg-Seite gemacht hat. Mit dem haben wir noch ein Interview am Sonntag. Also freut sich da schon mal drauf. Und wenn wir dann Geld haben, dann kaufen wir uns Tankwagen. Denn ich habe die Strecke ein bisschen ausgebaut, so für mich. Das habe ich mal nicht aufgenommen. Das ist gerade nicht der spannendste. Ich habe hier einen Abzweig gemacht. Hier ist ein kleiner Rangierbereich. Den werden wir dann gleich sehen. Also was wir gleich sehen. Wir werden dann sehen, wenn wir hier wieder zurückkommen. Und ich habe ein paar Boxcars gekauft. Die stehen hier. Drei. Und ein vierter. Und der hat es irgendwie hier reingespawnt. Keine Ahnung wieso. Den werden wir dann hier hinbringen. Und hier möchte ich noch das Depot bauen. Und ein zweites oder drittes Gleis. Das werde ich dann mit euch machen. Kann ich hier hin teleportieren? Ich kann. Okay. Und ja, das ist erstmal so der Plan. Die Weichen sind gelegt für die Eisenerzmine. Ich muss nochmal kontrollieren. Ja. Also hier wird es knackig. Und dann, ich glaube, hier die Stelle ist es, wo es so steil hoch geht. Oder war das hier? Ich glaube, hier ist es. Okay, aber das machen wir mal. Die Loks sollte heiß sein. Kurz prüfen. Ja, ist sie. Aber wir brauchen Holz. Wenn wir gerade mal voll machen mit zwei. So, da. Man muss wirklich nah dran stehen, sonst nimmt das nicht. Ja. Ah, und was ich noch herausgefunden habe. Wenn man hier drin ist, ne, und man spielt in der Ansicht mit T, kann man sich rauslehnen. Mit R in die andere Richtung. So, ne? Finde ich noch ganz cool, weil dann kann man wirklich hier drin sein. So. Muss man schauen, dass man hier richtig drin ist. Und halt so rausgucken. Wie sie es eigentlich machen würden. Ich werde aber trotzdem in der Ansicht fahren. Die finde ich ein bisschen besser. Sieht man auch mehr. Wir müssen die Bremsen lösen. Ich habe die nämlich hier teilweise angelegt. Und hier den Timer vergessen. Okay, und hier noch. Und hier. Glaube ich, ist nichts mehr angelegt. Nur die Lok. Die tun sich auch das schon stretchen. Warten wir, bis die aufhören. Okay. Haben sie. Dann fahren wir mal los. Das wird wieder eine Framebucht werden. Geht jetzt schon wieder runter. Ah, scheiße. Vorwärts, 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 vorwärts. Nicht, dass es jetzt schon mein erster Fail wird hier. Kommt bitte. Okay, bloß nicht zu schnell. Also das Spiel aufnehmen, das ist schon eine Kunst. So, dass es flüssig ist. Ach ja, neues Update. Man kann jetzt aus der Lok rausgehen. Und die Controls werden nicht zurückgesetzt. Bin mir nicht sicher, wie ich das schon gesagt habe. Das ist jetzt noch ziemlich praktisch. Ja, und eben da oben soll nochmal die, denke ich mal, Lokomotive hinkommen. Ich glaube, ich werde mir die Minimap so einstellen, dass die hier den Mannschaftswagen followed. Warum kann ich das nicht einstellen? Follow Player? Stop Following. Kann ich gar nicht. Also habe ich wenigstens eine Marke. Also wenn hier das rote Teil mitkommt, dann
Passt bis jetzt alles. Natürlich bei 17 Frames. Sollte das nicht so oft machen, so Mega-Züge im Stream fahren. Ich meine, ich weiß, dass OBS da einen Impact hat, weil ohne OBS kriege ich auch wesentlich mehr Frames raus. Aber so wie ich da das in 4K aufnehme, geht's runter. Aber erst, wenn ich so viele Wagen dran habe. Ist ein Mysterium. Ich hätte auch noch ein bisschen Lust danach, Transport FIFA 2 weiter zu spielen. Da habe ich jetzt ja zwei Schmalspurbahnen gebaut. Und da wird es noch ein bisschen weitergehen. Beziehungsweise, ich habe mir auch überlegt, ob ich mal den Hans Dampf nicht anfrage für ein Interview. Das wäre doch mal ganz cool. So, hier fängt jetzt der Bremsspaß an. Ja, ich fange einfach schon mal an zu bremsen. Und ja, hier nicht zu schnell werden. Ich glaube, ich mache die Minimap noch. Zoom noch ein bisschen mehr raus. Damit ich dann auch sehe, ob der letzte Wagen mitkommt. Ja, nicht schlecht. War der Wasserfall immer schon so deutlich zu sehen? Hm. Ach, ich bin da schon schön. Das ist. Also das mit der Ladedistanz ist ein bisschen weird. Das sieht total falsch aus, wenn hier die Schienen und sonstiges nicht da sind. Aber hat das so einen großen Performance-Impact, wenn er da die Schienen anzeigt? So, ich glaube, es ist noch alles dran. Ja. Ich für mich glaube, ich werde noch mal solo spielen und hier mal die ganze Bombe wieder pflanzen lassen. Und dann die Strecke abfahren und wieder das wegtun, was zu viel ist. Ist mir teilweise hier ein bisschen zu nackt. So, jetzt hier bloß keinen Fehler machen. Fuck. Oh, musste das jetzt sein? Ach, scheiße. Shit, 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 shit. Ah, come on. So eine Scheiße. Ach Mensch, warum bist du jetzt da entgleist? Der größte Teil ist ja noch drauf. Ach, das ist jetzt wieder ein Pain, die da rauf zu kriegen. Wie haben wir denn da? Diese 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht cool aus. Da mache ich doch glatt mal einen Screenshot. Ach, scheiße. Gut, dann werden wir jetzt mal vorziehen. Beziehungsweise, wir werden jetzt mal schauen, dass hier der nicht wegfährt. Komm. Da ist angelegt. Da muss auch anlegen.
Na komm. Warum ist jetzt? Okay, jetzt. So. Dum. Tun wir mal aufräumen. Lass mich rüber. Komm. Nein. Ah. Gehen wir halt von der anderen Seite. Ich hoffe, ich komme da rauf. Komm, lass mich rauf. Komm schon. Bitte. Ach, Menno. Komm ich hier rauf? Ach ja. Ich hab's gewusst, das war eine schlechte Idee mit dem langen Zug. Okay. Mal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, ich hänge da nirgendwo dran. Nee, tue ich nicht. So, das sollte erstmal reichen. Kupplung vorbereitet. Ist krass, dass es sich hier noch hält. Aufgleisen. Dich? Bitte? Nimmst du? Hallo? Flatcar. So. Genau so. Und jetzt bitte nicht wegrollen. Dann hätten wir das erste. Machen wir mal kurz die, was hier oben sind. Gut. Noch hier Kupplung vorbereiten. Und den Kandidaten hier. Habe ich? Nee, habe ich noch nicht. Gut, dann werden wir die jetzt mal ankuppeln. Und dann machen wir hier wieder Platz. Ja, wir brauchen wieder Holz. Holz ist einfach so ineffizient. Also von der Brennleistung her. Uns die Wagen eh ein bisschen beim Bremsen helfen. Bahn Nummer 2. Und gleich die Nummer 3. Gut, anhalten. Mal gerade wieder lösen. Gut, mir fehlen noch 4. Immer wieder ein Fest. Splitten kann ich ihn jetzt auch nicht mehr. Da tue ich mich gerade selber blockieren. Aber ich könnte das mal machen mit der Sandwich-Formation. Dass die Lok in der Mitte ist. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Cool. Ich hoffe, sie tun die Physik nur ein bisschen optimieren. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich da jetzt im Gleis bin. Aufgleisen. Nehmen wir mal dich hier. Und gehen mal hier rauf. Mich hier drüber. Komm, lass mich drüber. Oh, der wäre jetzt noch angekoppelt. Okay, nimmt das. Okay, ich kann es platzieren. Dann machen wir es gerade da vorne. Sehr gut. Ja, passt.
dich von hier. Ja. Na komm. Was noch ganz cool wäre, ist, dass wenn du B-Rates, dass er dann automatisch die Bremse anlegt, damit die nicht wegrollen. Das wäre noch nice. Ich meine, es ist schon ganz cool, dass jetzt die Kupplungen automatisch bereinigt sind. Aber das wäre noch ideal. Haben wir noch Platz für einen? Für dich da. Mich. Cool. Das hat funktioniert. Wenn wir hier die Kupplung zurücksetzen, der macht sich gerade selbstständig. Ist das jetzt geil? Oder gibt es hier gleich das nächste Desaster? Wenn es jetzt hier gleich wieder entgleist, dann werde ich ein Autosave laden. Na komm, bisschen noch. Oh. Okay, dann brauchen wir nur noch den hier. Also beziehungsweise die beiden hier. Südli. Dann mal langsam nach hinten. Langsam. Das soll es gewesen sein. Da ist alles okay. Hier ist alles okay. Auch. Hier nicht. Okay. Dann mal kurz schauen, wie überall die Bremse angelegt ist, eh bei den Kandidaten da. Geht so ein bisschen schneller. Okay. Noch einen, den hier. Oh oh. Nein, bist du da ein Gleis da hinten? Sieht aber nicht so aus. Warum sind da zwei Wagen da so off? Ich glaube, das ist ein Darstellungsfehler. Okay. Ah, die S-Kurve da, die muss weg. Eigentlich die ganze Brücke muss noch weg. Ich weiß, ich sag schon zum zigtausendsten Mal, dass ich hier das neu machen möchte. Werde ich auch machen. Vielleicht sogar heute. Dass wir dann von hier reinkommen. Okay. Dann ab zur Lok und versuchen wieder raufzukommen. Vermutlich müssen wir gerade wieder Holz nachlegen. Weil wir schon wieder zu lang gestanden sind. Ja. Das war zu weit weg. Ich hoffe, sie tun auch das nochmal anpassen. Cool. Ja, diese Brücke da sollte ich ja nochmal abreißen. Das mache ich gerade jetzt. Nachdem ich ja gerade schon mal da stehe. Wieder Schande hier. Muss ich hier Brücke auswählen?
Erdarbeiten, Brücken. Weg damit. Weg damit. Kann ich das hier von da unten drücken? Okay, ich krieg das da gerade irgendwie nicht weg. Okay, dann muss ich meinen Weg nach oben machen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich dachte, es geht ganz einfach weg. Gut, hier mal rauf. Ohne dass uns da hinten was entgleist. Wir geben schon mal ein bisschen Gas, Bremsen lösen. Ich hoffe, das wird was. Machen wir die Minimap hier nochmal so. Sieht noch okay aus. Du hast einen Mannschaftswagen. Bloß nicht stehen bleiben wegen dem Slack. Wir haben es geschafft. Das Kabus ist jetzt in der S-Kurve und jetzt wieder auf die Gerade. Sieht sehr gut aus. Hier dürfte jetzt nicht mehr so viel passieren, da habe ich auch die S, also die Kurve hier neu gemacht. Höchstens die Stelle da könnte ein Problem werden. Komisch, dass da ein paar Wagen hier so versetzt immer sind. Ah, das hat, glaube ich, eher was mit der Stelle zu tun. Schaut mal. Wir gehen immer eins runter bei der Stelle. So, komm, Tiger. Was war gleich scharf dir? War ja nicht so schnell hier. Ich habe nicht. Zug mal ein bisschen kleiner ist, weil ich mal das aus der First Person probieren, mit dem hinauslehnen, wie das so ist. Sehr gut. Ich glaube, wir bleiben mal in der Geschwindigkeit. Wow, jetzt geht's runter auf 15 Frames. Ah, was ist mit dem Spiel? Ich habe mir zwar überlegt, dass ich das nicht mehr mache und das nur für mich mache. Aber es ist dann auch irgendwie langweilig und gerade diese großen Züge sind schon ein bisschen spannend. Aber sind auch die schlimmsten Sachen immer, so also wie gerade vorhin. Also irgendwie muss es ja dann auch zeigen. Also ab und zu halt mal alle paar Episoden das Schienenstück vergessen gegangen zum Demolieren. Ich werde es aber nicht anhalten. Einfach nicht nach hinten gucken. Ich mache das jetzt mit der Minimap.
müsste ja recht schnell sehen, wenn hier was schief geht. Was ich jetzt auch ein paar Mal genutzt habe, ist beim Mini-Zwerg das Kufen-Tool. Habe ich vor allem beim Ölfeld genutzt. Das ist noch ziemlich cool. Also, du baust quasi zwei Gleichstücke. Versetzt natürlich. Also, ich zeige es euch mal auf der Karte. Also, sieht zum Beispiel, hier ist ein Stück und da ist ein Stück. Also, wenn du hier so und so bauen würdest, kannst du beim Mini-Zwerg die zwei Enden dann anklicken und dann macht er dir eine perfekte Kurve draus. Und das habe ich hier genutzt. Selbst hier bei den Weichen habe ich ein bisschen Schiene gebaut und habe dann die Enden da so verbunden, damit es hier eine richtig schöne Kurve gibt. Das ist mega nice. So. Ah, jetzt ist die Minimap wieder. Das wäre cool. Ah, das ist jetzt zu weit draußen. Ah, ich denke, so ist okay. Auf das steilste Stück bin ich jetzt gespannt. Oh, was ich jetzt gar nicht überlegt habe, ob wir oben in die Wendeschleife reinpassen. Oh. Das könnte interessant werden. Vor allem das Rangieren wird dann spannend. Brauche ich eigentlich eine zweite Lok? Wenn es nicht ausgeht. Cool, cool. Und Brennstoff passt es auch noch. Eigentlich bis nach oben hin passen. Ohne dass wir jetzt hier mal auffüllen müssen. Aber dafür müssen wir jetzt hier nicht mehr anhalten. Langsam wird es besser, das Spiel. Slow but steady. Aber ich werde noch viel mehr an der Performance arbeiten. Ich wäre so gerne in den Mannschaftswagen da hinten. Aber das traue ich mich jetzt gerade nicht bei dem langen Zug. Hier dampft's. Nö, das mache ich jetzt hier nicht. Gehen wir doch wieder auf die Ansicht. Oh, nicht so schnell werden hier. Sagt die Minimap, nur alles mit dabei. Oh, die Teufelssteigung. Wir müssen eigentlich nur schauen, dass wir mit der Lok drüber kommen. Weil sobald sie wieder runter geht, zieht sie wieder gut. Ein bisschen schräg die Physik. Ich kann halt nicht voll Gas geben. Das ist dann zu schnell da hinten. Ich hätte das mal ausmessen müssen, wie viel Wagen oben maximal in die Kurve reinpassen. So, jetzt geht's nach oben. Komm, Tiger, schafft es. Ich glaube, wir werden dann oben mal einen kleinen Cut machen und bringen die ganzen Sachen wieder runter.
Aber ich glaube, das mache ich nicht als Episode, sondern bring's runter und dann gehen wir gerade weiter zum Ölfeld. Sag mal, das war jetzt überhaupt kein Problem. Haben die am Gewicht irgendwie was gemacht? Na komm, nicht anhalten. Ich bin gerade sehr überrascht, dass es so gut gegangen ist. Was, und jetzt musst du wieder arbeiten, jetzt wo du drüber bist. Merkwürdig. Okay, das Caboose ist, glaube ich, gemäß Minimap gerade über die Brücke drüber. Was das für ein Zug auf den Kupplungen hier sein muss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir mit Railroads Own Extended hier rauffahren und dann oben entladen. Ich glaube, das haben wir hier noch nie gemacht. Oh, oh, nicht so schnell, bitte, bitte. Piano. Klimmst du es geschafft? Ich sollte mal sehen, wie viele Wagen das sind. 5, 6, 7, 7, 12. Ich glaube, es sind mindestens über 2. Ja, es. Ich zähle, wenn wir dann oben sind. Aber ich glaube, das ist das längste, was ich bis jetzt so gefahren bin. Ja, nein, länger hatte ich noch keinen Zug. Hier noch eine leichte Kurve, aber ansonsten passt's. Sollte nichts mehr passieren. Das wäre es jetzt noch auf den letzten Metern in die Entgleisung. Ja, die gehen nicht ganz so schnell. Jetzt machen wir hier mal vom Gas ein bisschen runter. Und dann rollen wir hier schön rein. Ah, ist so leer hier ohne die Betsy. Mit den Bäumen. Ist einfach nicht schön. Okay, was haben wir denn hier drin schon? 135. Okay, das werden gleich mehr. So, mal vorsichtig bremsen. Oh, 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 das war jetzt gerade knapp. Hab's das gesehen? Wir werden uns gleich wieder nach hinten ziehen. So, ich steige jetzt hier mal aus. Du kannst natürlich von alleine so weiterfahren, Lok. Das ist für mich okay. Ach, jetzt haben sie das mit dem Beladen anders gemacht. Stimmt. Bleib mal bitte stehen. Wie geht es jetzt mit dem Entladen? Dann Entladung starten, stoppen.
Muss ich erst zuweisen. Steuerung. Unload Freight. Ich mach mal das hier. Weg, weiter. Das heißt, ich muss das nur den Button jetzt drücken, oder wie? Ja, ich muss den Button drücken. Okay. Es ist gewöhnungsbedürftig, dass ich das jetzt mit dem Button machen muss. Nimmt ihr das hier? Okay. Wir werden jetzt mal die Lok fernsteuern. Open Controls. Währenddessen könnte man hier nochmal ein bisschen Holz reinlegen. Möchtest du fahren? Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand das mit dem Runterziehen gar nicht mal so doof. Die Frage, ob ich jetzt noch entladen kann, während das Teil hier fährt. Na komm. Nee, das geht nicht. Ah, scheiße. Tu mal anhalten hier bitte. Es geht also nicht mehr. Warum kommt jetzt das Menü? Ah, jetzt kommt es wieder. Der Delay ist aber ein bisschen nervig. Mal komm. Also ich drücke den Button und nichts passiert. Hallo. Ach man. Ihr macht das? Warum macht das hier nicht? Jetzt. Das ist ja beschissen. Okay, ein bisschen nach vorn, bitte. Da hängt noch alles dran. Wie wäre es mit 2%? So, den Kandidaten entladen. Dann geht er doch. Komm, entlade! Oh Menno. Hallo. Muss ich doch wieder alles händisch machen. Vielleicht von der anderen Seite. Ob das was zu tun hat, dass ich hier auf der Plattform stehe? Oh, 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 oh. Was soll das? Nicht in Gleisen hier. Das war jetzt knapp. Gut, Bremse mal lösen. Dann sollte er wieder nach hinten. So, und dann ganz sanft bremsen. Ja, er macht schon wieder. Ich habe es ganz genau gesehen. Ja, wenn ich unten stehe, ist besser. Was ein Pain. Gut, die zwei wieder nach vorne. Das heißt, wir geben noch ein bisschen Gas. She's trying.
Was brauchst denn du? Jetzt kommt's langsam. Moin, kannst du mal mit Ducken probieren und dann abladen? Oh ja. Oh shit, das wird mir zu schnell. Nö. Ich denke mir keinen Unterschied. Also vor allem, wenn es fahrt. Siehst du, jetzt kommt sie denn nicht. Ich muss wirklich auf der Seite stehen. Geht's dann besser? Wie wär's mit den... Komm jetzt. Ach, scheiße. Du tut das auf der falschen Seite entladen. Das ist also auch keine Option. Och, Menno. Schade. Nix mal mit durchfahren. Boah, ich hoffe, sie nimmt das wieder weg. Doch nicht. Es macht so keinen Spaß. Komm, tu jetzt entladen. Nee, das. Hallo. Jetzt kommt's wieder gar nicht mehr. Ah, Mann, ey, Spiel. Dann mal hier hin. Ja, gut. Hallo, entladen. Oder darf ich die Fracht nicht ansehen, sondern muss den Wagen ansehen? Wir testen, wenn ich jetzt mal hier so. Ne, ich kann die Fracht angucken. Was soll's? Bitte nach vorne. Das war zu wenig. Game Devs. Oh. Ich dreh durch, Mann. Er fängt doch nicht mal an. Das X mal drücken, bis dann was passiert. Das dauert ja so ewig. Ich soll auf alle Fälle mein Discord mal reinmelden, das sollen sie wieder rausnehmen. Bin mal gespannt, ob das schon andere gesagt haben. Ja, ich meine, ich finde es zwar ganz cool, dass man jetzt aus der Lok aussteigen kann, ohne dass sie dann anhält. Aber das Entladen, das ist ja ultra scheiße. Bremsen hier. Ist er nicht. Ja komm, roll mal. Ich glaube, das könnte sich ausgehen mit. Nein, nicht rückwärts. Das könnte sich hier ausgehen mit der Kurve. Sehr gut. Ne, also im Fahren nicht laden ist No-Go. Hallo. I'm loving it. Anhalten wäre super. Das Spiel ist stellenweise wirklich entspannend. Sternchen Ironie.
Ah, ich habe noch so viel Backen. Warum hätte ich das mal vorher gewusst? Also ja, ich hab's gewusst, dass sie es geändert haben, aber ich habe nicht gewusst, wie doof das ist. Ach scheiße, mir ist da was entgleist. Ah, no. Da habe ich wohl mal zu stark gebremst. Auf Gleisen. Okay, das passt. Ja, Gott sei Dank nur einer. Dann hier mal rückwärts. Schauen wir eigentlich aus, aber wir brauchen wieder Holz. Ich habe jetzt gerade den falschen genommen. Bin ich jetzt doof? Ja, wir tun jetzt trotzdem mal ankuppeln hier. Komm schon, Lok. Anliegen sollen. Dafür passt jetzt das. Ob ich es riskieren kann, mit dem zurückzufahren, obwohl der da liegt? Ich glaube, das ist keine schlaue Idee. Diesen Flatcar bitte. Stelle ich mal ganz kurz hier hin. Dann werden wir dich ganz vorne hinstellen. Hier wieder retour. Wunderbar. Und hier. Jetzt geht's sachte. Das war zu früh. Na ja, toll, das hat er jetzt nicht genommen. Bleibt mal hier stehen. Witzig, dass jetzt da gerade beide Seiten weggegangen sind. Boiler Pressure 129. Komm, Lok. Bisschen noch, komm. Okay. Wir machen unseren Verband wieder. Bremsen. Wo haben wir jetzt wieder die Bremsen angezogen? Mal kurz checken. Hier einmal lösen. Auslösen. Das ist echt schräg. Warum geht's nach hinten? Keine Ahnung. Okay. Weiter geht's mit dem Spaß hier. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das wäre gar nicht mal so doof. Also eine Wagenlänge noch vorne. Controls. Nö, wir werden jetzt erstmal Holz reinlegen, weil sonst ist sie dann ganz kalt. Dann dauert's wieder. Übrigens, das Holzlager unten beim Sägewerk müssen wir auffüllen. Das ist fast leer. Das habe ich nämlich vor dem Stream dafür genutzt, um den Tender hier voll zu machen. Und da geht einiges rein.
Gut, dann werde ich das versorgt. Und die, glaube ich, werden wir ganz zum Schluss irgendwo anhängen. Oh, machen wir zuerst den da hinten. Vorwärts. Ja, sie fährt sehr gut. Ich komme eigentlich vom Gas schon wieder runter. Komm in Lade. Komm jetzt. Entladen. Aber ihr könnt mir auch mal schreiben, ob das bei euch genauso doof ist jetzt mit dem Entladen. Oder ob ich mich jetzt einfach nur blöd anstelle. Ist eine Option. Die Kurve sollte ich bei Gelegenheit auch mal neu machen. Vielleicht mache ich das mit dem Tool von Mini-Zwerg. Wäre mal ein Experiment. Ja komm, entlade bitte. Schön. Entlade. Ich glaube, es wäre schon mal besser, wenn dieser Delay nicht drin wäre, bis das Menü kommt. So, der nächste hier da hinten. Fertilok. Ja. Hier ist noch alles dran. Knappe Sache da. Wir müssen aber die Weichen hier noch umlegen. Komm, komm. Und hier. Was ist jetzt ein bisschen monoton? Aber gehört hat gemacht. Hier wieder ein bisschen auf die Bremse nochmal. Okay, jetzt haben wir da 1, 2, 3. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Balken, bis einmal hinten die Bretter kommen. Das heißt, ich kann hier mal stehen bleiben. Lassen hier mal wieder fahren. Da ist noch alles in Ordnung. Ah, die eine Weiche müssen wir jetzt hier umlegen. Hat die Lok keinen Spaß, wenn die da drüber fährt. Okay, hoffentlich war das jetzt nicht zu fest. Alles noch dran. Okay. Das hat gefunzt. Hoffentlich reicht es hier schon. Ah, komm schon, Spiel. Bitte. Ah, hier reicht es noch nicht. Schaut es denn money-technisch aus? 1817. Ja, dann können wir schon mal ein bisschen was kaufen für unten. Manchmal frage ich mich, ob die Sachen eigentlich testen.
Es muss doch irgendwie auffallen, dass das mit dem Entladen nicht so geil ist. Ich glaube, da werde ich jetzt noch die ganze Folge drüber wenden. Oh Mann, ey. Komm, fahr weiter. Was ein bisschen mehr Schmack ist. So, wieder runter. Mensch, indem man dachte, es geht jetzt gerade locker flockig zum Entladen, während wir nicht anhalten. Dürfte jetzt zu viel gewesen sein. Spiel! Und jetzt? Du es entladen? Hallo? Immer schon wieder ein Gleistier. Warum fahren wir rückwärts? Dankeschön. Das ist falsch, oder? Oder ist das Slack hier hinten einfach so enorm? Na, ich glaube, das war das Slack. Merkt doch einfach mal, wie hinten der Zug dann einfach mal kommt. War es jetzt zu viel Bremsen? Ne, war wow, okay. So, entladen. Oh, Gott sei Dank, sind wir die Letzten. Einer noch und dann haben wir es. Dann machen wir hier mal Episodenende. Ich kann eigentlich jetzt schon wieder bremsen. Komm, 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 entladen. Das ist jetzt entladen. Ich drück den Button und nichts passiert. Was willst du von mir spielen? Du. Ich bin total entspannt. Entladen. Danke. Oh, endlich! Okay, wir schauen mal aus. Wie viel Eisenerz haben wir da? 195, ich glaube 5 wären es nochmal, oder? Wir haben hier noch 0. Okay, nee, dann bleibt es erstmal da. Dann können wir das mal abtransportieren. Gott sei Dank ist da das. Ja, wobei. Ja, ist bei denen genau das gleiche. Also das Laden ist ja nicht das Problem, aber das Entladen. Was ein Pain. Gut, dann bringen wir das alles mal wieder runter. Dann haben wir ja Geld. Dann haben wir uns die Tankcars. Und werden dann gemischten Güter zusammenstellen für das Ölfeld. Das in der nächsten Episode. Im Stream werde ich jetzt mal runterfahren. Weil es jetzt gerade nicht so das Spannendste, hier wieder runterzukommen. Also, liebe Leute, bis gleich in der nächsten Episode.